Sie sind mitten unter uns. Die Agenten des Widerstands und der Erleuchteten. Sie sammeln sich an bedeutungsvollen Orten. Sie sehen mehr als die anderen. Auf ihren Smartphones vermischen sich realer und virtueller Raum zu einem Spiel namens Ingress. Der neueste Streich aus dem Hause Google. Ingress spielt in der echten Welt. Nur auf dem Bildschirm sieht sie anders aus. Aus Sehenswürdigkeiten werden im Spiel Portale. Die gilt es zu erobern. Das Prinzip fand schnell Anhänger. Das Faszinierende war dann wirklich daran, dass ich mit meinem Handy rausgehen musste. Nicht am Computer sitzen und irgendwas machen, sondern ich muss halt rausgehen, laufen und kann mehr oder weniger dadurch was bewegen, dass ich mich eben selber bewege. Seit November läuft Ingress im Testbetrieb. Das Spiel erreicht vor allem eine technikaffine Zielgruppe, die sogenannten Early Adopters. Die haben Ingress zu einer lebendigen Bastler-Community verholfen. Nur mit Smartphone und Tablet loszuziehen, ist diesen Spielern nicht mehr genug. Man rüstet auf im Kampf gegen die gegnerische Fraktion. Hier und da experimentieren Ingress-Spieler mit Flugdrohnen. Andere entwickeln aus ihrer Sicht nützliche Programme. Zum Beispiel welche, die alle Spieler in der Nähe anzeigen. Doch damit greifen die Nutzer in die Datenstruktur von Ingress ein. Und da hört für Google der Spaß auf. Na, wir sagen ganz explizit, dass man unser Produkt nicht eingreifen soll. Na, das steht in den AGBs drin. Und wenn man vorher nicht unsere schriftliche Genehmigung einholt, dass man unser Produkt verändert, dann sehen wir das nicht gerne. Und wie schon gesagt, dann würden wir halt den Spieler dann in den letzten Schritt dann auch sperren. Aber natürlich sehen wir das gerne, wenn die Leute kreativ sind. Aber bitte im Rahmen unserer Nutzungsbedingungen. Soweit die offizielle Haltung. Bei den Nutzern stößt das auf Unverständnis. Man habe ja schließlich nichts Böses im Sinn. Wir wollen dadurch nicht schummeln, oder da schummelt eigentlich auch keiner. Aber Google hat sich halt da die falsche Zielgruppe für ausgesucht. Ingress richtet sich an Entwickler, an Hacker, an Developer jeglicher Art. Und Google bietet diese ganzen Daten. Die sind alle da und wir nehmen uns einfach nur die Daten und machen was draus. Genau das hat auch die Programmiererin Hakin Dash getan. Ihre Erweiterung der Ingress-Karte zeigt den Nutzern, wo es gerade die meisten Punkte zu holen gibt. Für die Spieler sind das nützliche Informationen. Für Google ist es ein Regelbruch. Das sei der falsche Ansatz, findet Hakin Dash. Also gerade wenn ich eine Applikation entwickle und dann als erste Benutzergruppe einen riesen Haufen Geeks und Nerds habe, dann bedeutet das, dass ich Input bekomme von so vielen Stellen, was einfach nur für mich, für meine Applikation und für die Entwicklung ein riesen Gewinn sein muss. Für den Moment werden die renitenten Hobbybastler noch toleriert. Hart durchgreifen geht sowieso nicht, sonst hätte Ingress bald keine Spieler mehr. Die Entwickler haben ohnehin ganz andere Sorgen. Ingress ist noch lange nicht fertig. Soeben hat Google die Testphase um weitere 18 Monate verlängert. In der Ingress-Gemeinde wächst indessen die Ungeduld. Denn ab Level 8 geht es im Spiel plötzlich nicht mehr weiter. Aber was in diesen 18 Monaten noch kommt und was sie da vorhaben, das weiß absolut keiner. Es gibt keine Roadmap, es gibt kein gar nichts. Wir müssen uns auf Google verlassen. Ich bin Level 8, ich bin darauf angewiesen, dass vielleicht noch mal irgendwann ein Level 9 kommt. Man hat mal was erwähnt bei Google Plus irgendwo, aber man weiß es einfach nicht. Viele Spieler sind skeptisch. Sie wissen genau, Google hat Ingress nicht nur zum Spaß entwickelt. Aus dem Prestigeprojekt Ingress soll irgendwann einmal ein gutes Geschäft werden. Den Ingress-Fans soll es recht sein, solange der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Und da kann Google von seinem eigenen Produkt lernen. Das Wichtigste und das Beste an Ingress ist nämlich immer Teamwork.